Hallöchen liebe Leute und willkommen bei Assassin's Creed Origins. Auf dem PC, allerdings mit Gamepad gespielt, wird ab jetzt, wir legen nämlich direkt los. Ja, genau, neues Spiel. Ich habe noch nicht reingeschaut, bin sehr gespannt, was mich erwartet und habe wirklich dem Teil sehr, sehr lang entgegengefiebert. Denn allein Ägypten als Setting ist unglaublich fantastisch, wie ich finde. Los geht's. Ja, Schwierigkeitsgrad normal. Man kann das während des Spielens, glaube ich, auch nochmal ändern. So. Nun denn, Ubisoft präsentiert. Oase von Siva. 49 vor unserer Zeit. Ptolemäus, Pharao. Nein! Nein! Ein Jahr später, Knickpyramide. Du bist der Magi aus Siva! Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek! Wir werden dich finden! Wir werden dich finden! Wenn du schläfst! Schlaf. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten. Und ich werde euch alle töten. Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva. Du hast meinen Herrn ermordet und mich für tot gehalten. Das war ein Fehler. Dein Herr war ein Mörder. Ich spreche meinen Mann. Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Siva. Dann bist du ein würdiger Gegner. Noch kann ich nichts tun? Ich nehme dir dein Leben, Magi. Ich kann nichts machen. Du stirbst an diesem einsamen Ort. Vergessen. Ach, wartet mal. Eventuell. Ich hab nämlich Menü. Vielleicht, weil ich bei Gameplay HUD Presets. Ich gehe erstmal auf alles anzeigen, weil ich hatte auf minimal gestellt vorm Spielstart. Vielleicht wird mir deswegen gerade nichts angezeigt. Okay. Kann aber nichts machen. Rechten Trigger reindrücken, visiere ich ihn an. Ah, jetzt geht's los. Jetzt geht das los. Du magst schnell sein, Magi. Aber ich bin stärker.
Wollen wir doch mal sehen. Kommandobanause. Hypatos. R1, leichte Angriffe. R2, schwerer. Welch Ehre, gegen den letzten Magi gekämpft zu haben. Ich respektiere deine Beharrlichkeit. Eine zerbrochene Waffe rettet dich nicht! Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen! Mögest du es sein! Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Also für die ersten paar Schläge gefällt mir das Kampfsystem schon mal ganz gut. Ich fand das tatsächlich in allen anderen Teilen immer so ein bisschen, naja, irgendwie... Scheiße. Nicht scheiße, was der Typ gerade mit mir gemacht hat. Komm schon, hauen weg. Anubis erwartet dich. Plünder. Schwere Keule. Stufe 1, Qualität 6. Da können wir auch tragen, dieses große Monster. Neck. Kein Ausgang. So, wir hatten ja gerade schon das Menü gesehen, ne? Okay, keine Quest verfügbar. Karte. Oh, können wir uns schon die Karte anschauen? Ach, tatsächlich. Zumindest sie war. Okay. Mhm. Ziele. Ausrüstung. Könnten auch auf die Keule schon wechseln. Kann ich hier? Wird beim Kauf der Waffenträgerfähigkeit freigeschaltet. Ah, okay. Distanzwaffe. Montur. Reittier. Wir haben schon ein Reittier, Wanderer. Okay, ein Kamel. Geil, ich finde das super, dass man hier Kamel reiten kann. Warum auch nicht? Passt ja voll zum Setting. Überhaupt muss ich sagen, dass mir die RPG-Elemente hier in dem Spiel, denke ich, sehr gut gefallen werden. Und ich finde, ich habe zwei Tests jetzt schon mal gelesen. Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. So, einmal nach oben drücken, um den Animus-Impuls einzusetzen. Flup. Da oben blinkt irgendwas. Da drüben. Kann ich hier noch ein bisschen was zu hauen oder bringt das alles nichts, wenn ich hier alles kurz und klein haue? Okay, bringt anscheinend nichts. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Okay, bloß mal getestet. Ja, falls es mit dem Kämpfen zu einfach sein sollte, hatte ich in Tests schon gelesen, dass man da eventuell einfach auch schwer stellt. Dann ist es ganz, eine ganz gute Herausforderung, aber da schauen wir mal, wie es so läuft. Ob ich hier draußen eine richtige Let's Play-Reihe mache, weiß ich noch nicht. Oder ob ich da bloß mal ein paar Folgen erstmal zeige. Ja, wird sich dann entscheiden. Aber ich habe auf alle Fälle selber sehr viel Bock auf das Spiel. Wie gesagt, vor allem das Setting Ägypten. Ich habe so lange drauf gewartet, dass sie sich das mal vornehmen. Und jetzt sollen sie wohl wirklich eine grandiose, offene Welt gezaubert haben. Bin ich sehr gespannt. Was ich sogar als positiv empfinde, sind wohl, was halt auch in den Tests bemängelt wurde,
dass die Parkour-Elemente ein bisschen entschlackt wurden. Ich finde das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich mochte das zwar immer mal irgendwo hochklettern in den anderen Teilen, aber wenn das ein bisschen weniger ist, soll mir das recht sein. Ich meine, gut, die Wüste ist groß und sandig. Da muss das ich wurde jetzt sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Ja. So, setzen wir nochmal diesen Impuls ein. Ha! Ich glaube, das Geld heißt Drachmen. 5 Drachmen. Krass, ne? Geil. Da kommen wir doch bestimmt da hinten hoch. Ich muss mal schauen, ich habe jetzt noch nicht den. Bin selber manchmal echt doof. Ich wollte vorhin noch den neuesten Treiber installieren. Für die Grafikkarte. Weil der halt auch für Assassin's Creed Origins ein paar Optimierungen bringt, habe ich natürlich vergessen. Klug wie ich bin. Ich meine, bis hierhin läuft es ganz gut. Es hat vorhin in der Zwischensequenz mal kurz geruckelt. Hatte auch schon gelesen, dass es unter Umständen. Da oben. Licht. Ja. Ja, ich kann sie ja mitnehmen. Ich kann sie auch wegstecken, ne? Geht ja auch. Was ist, wenn ich nach unten drücke auf dem Digipad? Ah, dann pfeift er. Ich vermute mal, das ist, um das Reittier dann zu rufen. Ich hatte jedenfalls gelesen, dass es wohl zu kleinen Rucklern kommen kann, wenn die Open World dann nachher später mal irgendwann lädt. Schauen wir mal, wie es läuft. Ups. Bröckelnde Mauern. Einige marode Wände können durchbrochen werden, um neue Wege zu öffnen. Oh. Mhm. Soldaten. War ja klar. Ja! Was war das? Schnappt ihn! Stirn! Hepzifer! Pass auf! Bayer, bist du das? Jo. Das ist dein Hinterhalt! Wem sagst du das? Da drüben ist er! Tötet ihn! Tötet seinen Freund, ich kümmere mich um den Medjay! Du solltest doch tot sein! Und du wirst sterben! Dafür sorgen wir schon! Huch! Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch 4. Komm, es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein, keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist dein Reittier? Ich pfeif das mal ran. Hatten wir gerade schon geübt? Wo ist es denn? Oh, ist es das? Na, Gott sei Dank nicht. Ah, ich muss lange nach unten halten. Okay. Da bist du ja, Junge. Dann mal los, Seni. Wie geil. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Oh, ist ein Doppelsitzer. X, Straße folgen. Ah, es war schwierig, Bayek. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge. Oh, Alter. Aber die Soldaten aus der neuen Garnison mischen sich in alles ein. Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht, ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Seni. Der reitet jetzt hier recht alleine. Was ist hier geschehen?
Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Ui. Wow. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Neuer Ort entdeckt, Siva. Okay, man kommt nicht, okay. Ich dachte, wir kommen direkt in das alles, was ihr habt. Schöne Ägypten. Eure Höfe, eure also, Güter, die eure Einheimischen Kinder, sehen mitgenommen aus. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Wir sind natürlich in Ägypten. Ich meinte jetzt hier Alexandria, Memphis, da die ganze Gegend, die man immer mal gesehen hat in Vorschau-Videos. Schön gemacht bis hierhin. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Was da als Glyro... Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Ist er hier? Er ist die Plage dieser Oase. Wie du sehen kannst, sind die Soldaten gewalttätiger geworden, seit er hier ist. Anfangs tranken sie nur und stritten mit den Einwohnern. Aber seit Medunamun hier ist, sind sie diszipliniert und grausam. Noch ein Grund mehr, ihn zu töten. Unterschätze ihn nicht. Er ist schmal und sehnig. Aber er hat viel Kraft. Bayek, sei vorsichtig! Seht, was aus ihnen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen! Also leistet seinen großherzigen Befehlen Folge! Ah. Wow. Ha! Ha! Wow. Ah, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein! Wie kann ich hier absteigen? Mit Dreieck aufsteigen, aber mit Dreieck nicht absteigen? Mit Kreis, okay. Ist aber groß. Sieht aber auch geil aus. Meine Fresse. Na dann mal los. Hepzefa heißt der. Die obligatorischen Strohbarren. Wagen. Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifa! Hepzifa! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich habe mich um dich gesorgt. Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an. Schnitte, Prellungen. Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich. Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich. Aber du bist noch der Alte. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Dort drüben findest du noch mehr Pfeile. Gut. Hepzifa! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los,
Komm, schnell. Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifah! Wir wollen nur mit dir reden. Nomak Rotjek wurde ermordet. Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst. Hinterhalt vorbereiten. Scheiße. Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Entdeckung. Ein Gegner hat dich entdeckt. Er wird sich nähern und der Sache auf den Grund gehen. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Hey. Solange der Balken gelb ist, hast du ein kleines Zeitfenster, um den Gegner auszuschalten, bevor er dich angreift. Was? Dreieck, okay. Jetzt erledigen wir den Rest. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Hast du was gehört? Hier wird ihn keiner sehen. Okay. Ich werde mich von hinten anschleichen. Beim großen Reh, sie dürfen mein Haus nicht auch noch niederbrennen, Bayek. Krach gemacht, ne? Kann ich direkt von oben auf den drauf? Ne. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Verstanden. Ich bin auf der Hut. Okay, hat nicht jeder Loot bei sich. Das sind aber auch dämliche Römer, ne? Nu, jetzt sind die Türen auf einmal alle zu. Ach, guck mal, der hat doch noch was fallen lassen. Und zwar 4 Drachmen. Waren die Türen da hinten nicht gerade offen? Ich weiß nicht, wie ich aufstehen kann. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert.
Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, BNP kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Oh. Quest abgeschlossen, die Oase 1000 EP bekommen und Stufe 2 erreicht. Ein Fähigkeitspunkt außerdem und Schaden und Gesundheit verbessert. Neue Quest, das falsche Orakel. Neue Quest, aufrüsten. Okay, wir sind jetzt hier im Fähigkeitenmenü. Höchstleistung, genau, R1 plus R2 zusammen. Drücken, wenn die Adrenalin-Anzeige voll ist. Das haben wir schon, Reittier rufen können wir auch schon und Adler entdecken. Entdeckung auch. Passiv, deine Gesundheit kann sich während des Kampfes regenerieren. Ah, okay, ist ja erstmal nicht schlecht. Meditieren, halte Feld gedrückt, um dich hinzusetzen, wendig zu gehen und die Zeit schneller vergehen zu lassen. Okay. Kopfschuss-EP. Das finde ich nicht schlecht. Pfeilsammler. Ich nehme mal die Kopfschuss-EP. So, ja, Maximallevel ist 40. Man kann aber darüber hinaus trotzdem immer noch Fähigkeitspunkte sammeln. Questlog. Aufrüsten. Jo, machen wir das. Und ich finde auch. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Ah, okay, 5-mal Leder. Hat er jetzt das Richtige markiert? Ja, doch, war schon richtig, okay. Alles klar. Hopp, 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 hopp. Okay, finde ich nicht schlecht, dass man jetzt erstmal in einem anderen Ort ist, als man dann später ist. Krass. Oder das wird dann hier erweitert. Kann natürlich sein, ne? Ach. Doch, das ist schon die Map. Das hier alles kommt später noch dazu. Memphis, Gizeh. Hier oben irgendwo Alexandria. Da. Aha, alter Fuck. Shit. Das ist echt riesig. Ja, ich finde es gut, dass das Interface so ein bisschen aufgeräumt ist. Oben der Kompass. Und finde ich viel besser als eine Minimap. Da wird natürlich viel angezeigt. Wir können ja mal schauen, ob wir da eventuell ein bisschen weniger uns anzeigen lassen können. Sogar noch eine Zielhilfe an, sehe ich gerade. Gut, da wollte ich ja auf das Wesentliche gehen. Audio, das passt. Sprache kann man auch ändern. Hintergrund für Untertitel. Aus. Steuerung, da möchte ich mal ganz kurz schauen. Schild. Ja, Karte. Hocken ist Greis, okay. L plus R3 ist der Fotomodus. Okay, Nahkampfwaffen wechseln ist rechts halten. Distanzwaffen wechseln links halten, alles klar. Okay. Man kann ja auch mit dem Adler. R2 ist beschleunigen. Okay, mehr geht gar nicht. Aber mit dem kann man wohl auch überall hin. Also das soll ganz geil sein.
dass man mit dem wirklich komplett über die Map dann später fliegen kann. Plus je weiter man fliegt und man will dann wieder zurück zu Bayek, dauert es dann halt mal mit einer eventuellen kleinen Ladezeit. Das ist schon Wahnsinn, also wir besorgen erstmal das Leder. 5-mal für einen Brustschutz, okay. Was ich halt ein bisschen schade finde, ich finde, die Kamera ist viel zu nah dran. Ich hoffe, da kann man irgendwie ein bisschen was machen. Man kann ja das Sichtfeld einstellen. Hier unten. Sichtfeld ist schon von 115. Ich stelle es jetzt mal auf maximal. Keine Ahnung, hat sich jetzt, glaube ich, nicht so viel geändert. Eventuell ein bisschen. Alleine die Sichtweite ist echt phänomenal. Ich weiß, Ghost Recon Wildlands soll das wohl noch besser sein, aber das habe ich nicht wirklich gezockt. Ich habe es bloß gelesen, dass das jemand wohl behauptet hätte. Das kann gut sein, aber das hier gefällt mir auch schon von der Sichtweite her echt geil. Und die Berge sehen auch echt fett aus da hinten. Ich weiß gar nicht, ob man da auch hoch kann oder ob das außerhalb der Spielgrenzen liegt. Ach, guck mal. Plündern? Ah, okay. Ah. Gibt's Pfeiler. Dreimal weiches Leder. Ah, okay. Man kann auch so ein paar Sachen später dann verbessern. Irgendwelche Taschen für die Pfeile und so weiter. Also Köcher oder andere Taschen für andere Gegenstände. Die kann man dann erweitern, aber das ist jetzt nicht so extrem ausgeprägt wie in anderen Spielen. Aber so ein bisschen kann man das schon machen. So, wo bist denn du? Da hinten gäbe es was. Ruht sich aus. Was ruht sich denn da hinten aus? Sieht aus wie ein Tiger. Ah, shit. Dreimal Pelz. Und ein Leopardenfell. Es war ein Leopard, okay. Halt. Hier vorne liegt doch was. Guck mal, einmal weiches Leder, einmal fehlt noch. Da hinten rennt einiges rum am Wasser. Am Quell. Und da hinten auch noch. Dann lass uns das mal noch nehmen. Mal in den Fotomodus schauen. Ach, guck mal. Ach, das ist ja... Okay, da friert sofort die Action ein. Wenn ich jetzt mal hier hochkletter, geht das? Nee. Aber wenn ich jetzt hier... So und dann so... Aha, tatsächlich. Zoomen. Kameraversatz. Kamera drehen. L3 ist Autofokus. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht, gefällt mir. So. Ich fand Ägypten schon immer toll. Und ich
ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber alleine die Welt, die sie hier geschaffen haben, die ja wirklich laut Testvideos auch so unfassbar groß sein soll, gerade dann auch mit Grabmälern gespickt und gut in die Story und so weiter ein bisschen eingebunden, dass das nicht bloß so lieblos hingezaubert ist, finde ich schon echt toll und freue mich da wahnsinnig drauf, das hier alles zu zocken. Und wie gesagt, wenn ihr da vielleicht Bock zu habt, kann ich da gern auch noch mehr Videos machen. Aber ob das jetzt eine richtige Let's Play-Reihe wird, das... Ja, mal schauen. Ach, guck mal. Was ist das denn? Was habe ich denn da bekommen? Keine Ahnung. Ein Tier. Das wird reichen. Dank Nate, Göttin der Jagd. Mhm. Herstellung verfügbar. Achso, kann ich selber machen. Ich muss gar nicht irgendwo hin. Ich soll auf die Herstellungsseite gehen. Das hier unten ist Herstellung. Benötigte Materialien. 12x Holz. Da bräuchten wir noch ein bisschen mehr Leder. Ah, hier drüben. Würde Gesundheit von 227 auf 290 erhöhen. Okay. Sehr gut. Ach so, das könnte man auch einfach so erhöhen. Ach guck mal, da gibt es wie viele Stufen? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ah, cool. Könnte ich mir auch anheften, sehe ich gerade. Wenn ich das hier anhefte, dann sehe ich das hier rechts. Das wird perfekt passen. Stabilisierungshandschuh. Bräuchte ich noch einiges anderes an Leder. Finde eine Quest. Wenn du eine neue Quest finden willst, dann suchst du nach Ausrufezeichen. Dein Adler kann dir helfen, sie zu finden. Du kannst aber auch direkt die Weltkarte öffnen. Das wären dann die Türme, die mit den Adlern hier oder mit den Adler. Kann man natürlich nach wie vor trotzdem noch erklettern, aber die schalten halt weder eine Map frei noch irgendwas anderes, sondern lediglich halt die Schnellreise und bieten einen schönen Aussichtspunkt. So, was hätten wir hier? Das Eisenschmieden. Das klingt doch gut, eine Waffe ist immer ganz geil. Dann nehmen wir das direkt mal. Mein alter Magi-Posten. Ich werde mit Senno darauf gehen. Klingt so ein bisschen hallend, seine Stimme, wenn er hier was erzählt. Oh, sehr schön. Direkt im Sperrgebiet gelandet. Mahlzeit. Da hinten ist ein Hufeisen. Kann ich da... Was gibt's da? Reittiere? Können wir mal einen kleinen Abstecher dahin machen. Guten Tag. Ah, hallo mein Freund. Hallo. Wie kann ich helfen? Ruhmesglanz. Aha, ein Pferd. Selten. Ein selten Reittier. Wüstenpilgerer. Beschützer. Anapolis. Anapolis. So. 300. 1500. Wir haben 31. Ich könnte unseres sogar verkaufen. Der Wanderer. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Immer wieder ein Vergnügen. Guck mal, der Adler kam gerade an. Kann ich auch, wenn ich mit dem Adler unterwegs bin? Ach,
Krass, das geht auch in den Fotomodus. Geil. So, und hopps. Wir lassen uns erstmal ein Eisen schmieden. Großer Amun! Es ist unser Bayek! Grüß dich. Ich glaube aber, sie hat das gar nicht gesagt. Zumindest wäre das... Ja, guck mal, ja, habt ihr das gesehen? Sie, oh, entschuldige. Und sie haben sich gerade gegrüßt. Ich glaube, die kennen sich. Entschuldige, Öhmchen. Hallo. Bayek, unser Magi, du bist zurück. Hey, grüß dich. Was ist mit deiner Schmiede geschehen? Diese verdammten Soldaten. Ptolemäus Hauptmann sah, wie ich ein Schwert hergestellt habe und warf mir vor, ein Rebell zu sein. Er lag nicht falsch. Sie haben meine Werkzeuge beschlagnahmt. Ach, Bastarde. Ganz Siva braucht einen Schmied. Sogar ich. Ich kann dir nicht helfen, Bayek. Nicht bevor ich Hammer und Zange zurück habe. Und ich muss mir diesen hässlichen Esel von Hauptmann vom Hals schaffen. Ist dieser Hauptmann irgendwo, wo ich ihn finden kann? Am Fuße der Berge westlich von hier. Im Chitche-Lager. Ich hole diese Werkzeuge zurück und kümmere mich um den Hauptmann. Winnipeg sagte, die Werkzeuge sind im Chitche-Lager. Und der Hauptmann... Finde dein Ziel. Zeig den ungefähren Aufenthaltsort deines Ziels an. Erreiche dieses Gebiet mit Bayek oder Senu. Die gelbe Linie zeigt die Richtung zu deinem Ziel an. Wenn sie zu einem Kreis wird, hilft sie dir, dein Ziel zu finden. Aha. Es sind Kamele wirklich so groß? Im Vergleich zu ihm hier? Also ich war weder in dem Land Ägypten, noch habe ich schon mal... Also ich habe schon viele Kamele gesehen, ne, aber keine auf vier Beinen. So, Gegner mit meinem Adler markieren. Lässt der Adler dann Markierungscode fallen? Oh. Mist, zu spät gesehen, aber hier. Was? Boah, ihr Säcke. Wo kam der denn jetzt her? Junge. Da hinten ist doch eigentlich das Ziel, aber warum zeigt der mir da hinten was an? Ich glaube, da hat unser Adler gerade ein bisschen Mist gebaut, ne? Ja, eigentlich wollte ich das markieren. Das ist halt immer mit dem Gamepad so ein bisschen, naja. Aber wir brauchen noch ein bisschen Leder, nur 7. Da können wir da ein anderes Ausrüstungsgegenstand schon wieder ein bisschen upgraden. Schwebemodus. Ah. Verstehe. Stufe 2. Fleißig am Verteidigen. Sehr gut. Na nun, wer sieht mich?
Das können doch nicht alle sein, oder? Naja. Das werden wir schon rausfinden. Da stehen nämlich direkt mal zwei oder einer. Verdammt, hey, fuck. Du kannst nicht fliehen. Erstmal kurz reinkommen. So schwierig ist es ja eigentlich nicht, das Kampfsystem. Zumindest von der Tastenbelegung her. Hier gibt's ein Problem. Du spinnst nur ein bisschen. Also mit Blut wird hier nicht gegeizt. War aber damals auch sehr... Naja, radikal alles. So. Chetche-Lager. Und leider zu meinem Bedauern gibt es auch diesen Animus-Käse wieder. Auch da halt immer mal so ein paar, ja, dämliche Missionen. Ich weiß, viele finden das auch okay und super, aber ich finde, die sollten den Mist komplett rauslassen, meiner Meinung nach. Stört mich das nur. Das ist eine gute Ablenkung vom Töten, Verstümmeln und dem ganzen Blut. Wenn du dein Treffer... Was? Du hättest nicht herkommen sollen! Ich hab das Ziel in Sicht! Hey, bleib hier! Bin im Reichweite! Direkt mal wieder runtergehen. Kommen die nächsten zwei. Reicht nicht ganz. Hey, du kannst nicht fliehen. Nichts fallen lassen. Bloß nochmal hin, um zu gucken, ob der Loot hat liegen lassen. Boah. Der Pfeil steckt voll im Kopf drin. Ich sehe tatsächlich jetzt erst das rote kleine Fass dort. Plündern. Okay. Plündern und töte den Hauptmann. Okay. Er wird mit dem Kopfschuss wahrscheinlich da nicht. Ich wollte gar nicht schießen. Komm mal mit. Kannst du ja nicht einfach so mitten auf der Straße rumliegen. Zack. Huch. Gib mir Deckung. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Uns überrumpelt heute nichts. Waffen. Wo wirst du mir nicht? Oh, komm, ey. Da bist du ja. Oh.
Oh shit. Fuck, weg. Shit. So. Regeneriert er sogar wieder. Na, siehst du mich? Ach, guck mal, die kommen hier hoch. Hier übelst viele. Plündere ich hier erstmal den Schatz. Benepis Werkzeuge. Ah, geil. Bronze erhalten. Oh, was ist das hier? Dringend, liebste Mutis, es ist wichtig, dass wir unsere Stellung in Siva halten, sonst werden sie sich unsere Köpfe holen. Ich liebe dich mit jeder Faser meines K. Jedoch kann keine Opfergabe und kein Gebet den Willen eines Kriegers ersetzen. Durch den Kampf sprechen wir zu den Göttern. Okay, sehr schön. Ein paar Infos für zwischendurch finde ich immer sehr, sehr gut. Guck mal an. Pass auf, hier stimmt was nicht. Pass auf, hier stimmt was nicht. Ich auf! Na, Bürschchen? Das ist für meinen Freund. Das ist alles. Benny hier wird sich freuen, das zu hören. Hat er was fallen lassen? Nein, leider nicht. Wort beendet. Klatschelager. Hey, was? Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Kann ich nicht noch irgendwie ein, zwei umlegen? Wir sind nämlich bald Level 3. Sieht zwar nicht danach aus gerade, aber es spielt sich tatsächlich recht fluffig. Also gut von der Hand. Ist hier unten vielleicht noch was drin? Lebt er noch? Ne. Wieso kann er den mit dem nicht töten? Ha.
Könnte man jetzt hier theoretisch noch was machen in diesem Lager, oder? Nö, einfach Sperrgebiet, aber es ist erledigt. Okay, ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir natürlich direkt da oben diesen Aussichtspunkt nochmal mit. Die Story-Kampagne soll wohl so um die, wenn man das relativ schnell durchspielt, so 25 bis 30 Stunden sein, nur die Story. Aber wenn man wohl so die Nebenaufgaben mitnimmt und alles andere, können wohl weitaus mehr noch drin sein, doppelte, dreifache. Da hört man verschiedene Zahlen, aber da sind wohl so locker 60 Stunden drin. Oh, was gab's da? Ja, nett, da liegt ja hier oben noch ein bisschen was rum, da lohnt sich's ja auch. Oh, ein Sichelschwert. Mach mal einen Pfeil. Ach, schade, die Papyrusrollen dort kann ich nicht mitnehmen. Schauen wir doch mal. Wir haben neue Ausrüstung bekommen. Chepesh. Chepesh. Ich habe keine Ahnung, wie man die Namen hier ausspricht. Hatten wir hier schon mal irgendwas Neues bekommen? Ich glaube nicht, ne? So, das kennt man natürlich aus den anderen Teilen. Synchronisieren. Hier klappt der Fotomodus nicht. Also, während der Rundfahrt nicht, aber ich kann den ja gleich einfach mal aktivieren. Der Steinkreis. Nicht lange her, dass ich mit Remo hier war. Der Steinkreis. Ah, Stufe 3. Geil. Können wir direkt noch einen Fähigkeitspunkt ausgeben? Wir hatten das hier, hatten wir. Was ist das hier unten noch? Attentats-EP. Wenn du einen Gegner mit einem Attentat tötest, erhältst du zusätzliche EP. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Jagdinstinkt. Wenn Zenu im Schwebemodus ist, kannst du mit X Zivilisten, Gegner oder Tiere markieren, um ihren Bewegungspfad zu sehen. Pfeilsammler. Erbeute Pfeile, die in deinem Schild stecken und lege sie in dein Inventar. Meditieren, die Zeit vergehen lassen. Gesundheit regeneriert sich während des Kampfes. Nehmen wir das Attentats-EP. Ist echt nett gemacht, ne? Kann man nicht meckern. Gibt es zwar andere Fotomodi aus anderen Spielen. Horizon Zero Dawn zum Beispiel. Der ist ja auch sehr... Ach, guck mal, man kann doch Filter wechseln, wollte ich gerade sagen. Die haben nämlich noch andere Filter. Sehe ich jetzt erst links oben? Aha, ich mache mal ein paar Fotos. Okay, gibt dann doch einiges. Schön. Oh, oder hier. Alter, es ist echt geil. kann ich da irgendwo runterspringen? Na, so ein Zufall. Zack. Kehre zu BNP zurück. Jo, machen wir direkt noch. Upp. Ptolemäus, er hat uns allen großes Leid gebracht. Aktivitäten in der Nähe. Zerstöre die Statue. Echt? Hey, was?
Macht endlich! Die Statue wurde zerstört. Aber nicht der Mann, dem sie gewidmet war. Okay, mal auf die Statuen achten. Vorsicht, ich muss hier durch, hab was dabei für BNP. Bayek, wie ist das gelaufen? Gut. Hier ist dein Werkzeug. Dieser Hauptmann taucht hier nicht mehr auf. Endlich kann ich meinen Laden wieder öffnen. Ich danke dir. Gern geschehen. Diese Waffen hier hatte ich vor den Soldaten versteckt. Bitte, such dir doch eine aus. Mach schon, nimm eine. Sie sind alle gleich viel wert. Ah, okay. So, ein Speer. Neuer Bogen. Ich würde vielleicht den neuen Bogen nehmen. Wir hatten ja gerade eine neue Nahkampfwaffe bekommen. Was gibt's denn noch? Also eine Art Beil. Achso, Untersuchung. Nicht sehr groß, aber dieser Streitkolben zertrümmert wie kein zweiter Schädel. Okay, eine Keule. Der Schild besteht aus Bronze und Leder. Schützt dich gut. Einige Waffen prallen sogar davon ab. Geil. Dieser Speer ist scharf und lang. Du kannst Abstand halten und deine Feinde trotzdem verletzen. Ja, auch nicht schlecht. Hab schon Bock, da die verschiedenen Waffen mal zu probieren, aber ich würde... Dieser Bogen hat eine besondere Sehne. Du kannst schneller schießen, aber die Pfeile dringen nicht so tief ein. Ach so. Na, vielleicht ist er trotzdem ein bisschen besser. Vielen Dank, mein Freund. Stufe 4, verdammt. Komm gern jederzeit wieder, Bayek. Ist auf alle Fälle besser, aber halt erst für Stufe 4. Reichen die 500 EP eventuell? Ja, die reichen nicht ganz. Schade. Schade. Okay, ich weiß gar nicht. Ich hatte ja gerade gespeichert. Ich weiß gar nicht, ob ich so einfach speichern kann. Oder das Spiel speichert wahrscheinlich an jeder... Gott, was ist das hier? Add-ons. Aha. Deluxe-Paket. Keine Ahnung. Pakete. Interessiert mich nicht. So, was gibt's hier noch bei der Ausrüstung? Das können wir halt auch noch nicht machen. Und die neue Distanzwaffe erst ab Stufe 4. Die macht natürlich trotzdem mehr Schaden, ne? Geil, da freue ich mich drauf, finde das super mit der Ausrüstung, gefällt mir richtig gut. Vor allem das mit dem Upgraden hier unten, das finde ich nicht schlecht. Und man sieht auch unten, was sich als nächstes verändert. Wenn ich hier links, das erhöht anscheinend immer den Fernkampfschaden, alles rechts den Nahkampfschaden. Wenn ich das hier zum Beispiel erhöhe, erhöht sich der Fernkampfschaden von 45 auf 53. Und hier hätten wir dann halt einfach mehr Pfeile wahrscheinlich dabei. Das Inventar. Aha, das Leder, Pelz, Questgegenstände, Magi-Abzeichen. Die Magi sind die althergebrachten Beschützer Ägyptens und des Pharao. Sie sind eine Einheit von Elitekriegern, die während des Alten Reiches gegründet wurde, und sie stehen für Pflichtgefühl, Ehre und Kampfeslust. Das Horusauge wird von jenen als Abzeichen getragen, die mit dem Schutz des Volkes beauftragt sind. Als die treuesten Wachen des Pharao waren sie immer die ultimativen Beschützer der Götter und der Bevölkerung Ägyptens. Tierprodukte, Leopardenfell, ein Ibisschnabel war das, den wir da mal bekommen haben. Mhm. Gazellenhufe auch und Plunder, Ledergürtel. Kann man, denke ich mal, einfach so verkaufen. So, davon, was ist das? Sieht aus wie eine Nadel oder eine Schneiderin, das fiel mir vorhin schon immer mal auf. Sieh hier. Persischer Prinz. Okay. Mach's gut. Und ich muss auch sagen, also performance-technisch gibt es tatsächlich keine Schwierigkeiten bis hierhin. Ihr verdankt alles, was ihr habt. Eure Höfe. Eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios, dem Herrscher beider Länder. Oh, Ptolemaios. Okay, ich dachte immer, da wird Ptolemaios ausgesprochen. Na gut. Ist das Bayek? Ja, das ist er. Höchstpersönlich. Könnt ihr mal näher kommen? Na gut, das war's dann erstmal für diese Runde. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.